Mein Name ist Emanuele Pirro und ich bin Audi-Pilot seit 1994. Wir befinden uns in Spa, einer meiner Lieblingsstrecken. Okay, Audi-Fans, dann starten wir eine Runde auf der wunderschönen Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Das hier ist die Start-Zielgerade. Wir bremsen jetzt in die La Sauce-Haarnadelkurve hinein. Dies ist eine sehr scharfe, langsame Kurve, die wir im ersten Gang hart auf der Bremse fahren. Man kann hier gut überholen, was sehr verlockend ist, da es großzügige Auslaufzonen gibt. Selbst wenn man es mit den Bremsen übertreibt, kann man hier nicht viel falsch machen. Traktion ist hier sehr wichtig und auch wenn es bergab geht, will man natürlich so schnell wie möglich hier rauskommen, denn vor uns liegt der schnellste Teil der Strecke. Das ist einer der aufregendsten Streckenabschnitte. Nach der rasanten Talfahrt geht's hinein in die berühmte Kurve En Rouge. Hier gibt es eine heftige Kompression mit schnellen Richtungswechseln. Man muss hier sehr präzise sein, weil das ein Blindflug ist und du nicht weißt, wo du rauskommst. Du sitzt sehr tief im Audi R18 und bleibst bis nach der Kemmelgeraden auf dem Gaspedal. Dies ist der schnellste Teil der Strecke. Wir erreichen hier Geschwindigkeiten von bis zu 285 km/h. Bei 120 Metern bremst du sehr stark ein und wirst hier bis zu 4G in den Sitz gepresst. Und es geht vom 6. in den 3. Gang. Du musst hier wahnsinnig aufpassen, dass es dich nicht zu weit nach links rausträgt. Die nächste Kurve geht im 3. Gang. Hier zahlt sich die Traktionskontrolle richtig aus. Dann hältst du dich ganz links für die 90 Grad Rechtskurve und dann steil bergab, rein in die Haarnadel. In dieser Sektion musst du sehr flüssig fahren, da du danach für jeden Fehler büßen musst. Vorsicht in der 180 Grad Haarnadelkurve, hier untersteuert man immer stark. Auf der einen Seite darfst du nie zu langsam sein, musst aber auf der anderen Seite mit Bedacht weit links fahren, um dann so schnell wie möglich die Ideallinie nach rechts für die 90 Grad Linkskurve zu finden. Wir fahren immer noch bergab, hier muss man die komplette Strecke nutzen, auf den Curbs und drüber zur Doppellinks. Dies ist einer der berühmtesten Abschnitte. Sehr, sehr schnell. Fünfter Gang, im Scheitelpunkt bleiben und Vollgas. Bis zur zweiten Kurve kannst du weiter beschleunigen. Diese Sektion ist flach und schnell. Es ist eine sehr dankbare Stelle für den Fahrer, da man hier rechts voll in den Sitz gepresst wird. Ein wirklich cooles Gefühl. Wieder hart bremsen, hinunter in den 3. Gang in dieser Kombination von Rechts- und Linkskurven. Über den Curb und nicht zu weit nach innen. Hier nicht zu weit links fahren, um auf die nächste Kurve vorbereitet zu sein. Im 3. Gang bleiben, das ist wieder eine Stelle, bei der die Traktionskontrolle hart arbeiten muss. Wieder im 3. Gang, voll auf dem Gas, ganz nach links, da wir möglichst viel Geschwindigkeit benötigen. Fuß voll drauf, beschleunigen, immer um gute Bodenhaftung kämpfen, ganz nach außen. Die Federung des Autos ist wirklich sehr gut. Und jetzt auf die Gegengerade. Hier musst du sehr schnell sein, sonst verlierst du eine Menge Zeit. Die nächste links führt uns in die Blanchiment, ein weiterer historischer Abschnitt hier auf der Strecke. Das ist so ähnlich wie die En Rouge, wo sich zeigt, wer Mut hat und wer nicht. Du sitzt sehr tief im R18 und musst wirklich schnell sein. Ein perfektes Timing ist hier absolutes Muss. Dann ganz nach links die komplette Strecke nutzend, um Sekundenbruchteile später wieder hart abzubremsen in die ehemalige Busstop-Schikane hinein. Hart abbremsen, runterschalten vom 6. in den 1. Gang, die volle Bremskraft und den Abtrieb nutzen. Die Strecke geht hier bergauf. Ich mag die Kurve nicht wirklich. Sie ist sehr langsam, man hat quasi keinen Grip und das Auto praktisch keinen Abtrieb. Die Traktionskontrolle arbeitet sehr hart und wir sind zurück auf der Zielgeraden. Wenn wir diese Runde in 2 Minuten und 2 Sekunden geschafft hätten, wären wir sehr gut gewesen. Was wir mit unserem Auto natürlich nicht geschafft haben. So, liebe Audi-Fans, ich hoffe, ihr habt die Fahrt genossen. Vielen Dank, dass ihr mit mir diese Runde auf dieser großartigen Rennstrecke gefahren seid.
4 brandneue Audi R18 beim Qualifying des zweiten FIA WEC-Laufs hier in Spa-Francorchamps. Ab heute hier bei Audi TV.